herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Alemannia gegen den KFC Uerdingen am Ostersamstag hier am Tivoli. Grüße beide Trainer, Stefan Krämer für die Gäste, Fuad Kilic für die Alemannia und natürlich Sie alle. Und bitte den Gästetrainer um seinen Kommentar zu diesem Spiel. Ja, schönen guten Ostersamstag alle zusammen. Ja, also ich glaube, es war vom Anpfiff weg ein ganz intensives, interessantes Fußballspiel. Wir haben uns auch kurz nach der Halbzeit getroffen, Fuad und ich, und haben schon gesagt, ja, gutes Spiel, intensiv, macht Spaß. Viele Räume, also durch die sehr mannorientierte Spielweise von Alemannia, die hat uns ein bisschen wehgetan, weil es zwischen den Linien überhaupt keinen Platz gab. Dafür gab es in der Tiefe ein bisschen mehr Räume. Wir hatten zwei, drei Situationen, wo wir im 1 gegen 1 gegen den Torwart laufen. Da hätte ich mich schon gewünscht, Entschuldigung, dass da eine von reingeht. Aber die Alemannia hat auch eine gute Abschlusssituation. Also denke ich, dass es vielleicht mit leichten Vorteilen für uns mit dem Unentschieden in der Halbzeit beide Mannschaften ganz gut leben konnten. Nach der Halbzeit sind wir gut rausgekommen, fand ich. Die ersten Aktionen waren wir direkt griffig im Spiel, besser wie am Mittwoch noch. Da hatten wir so eine Viertelstunde nach der Halbzeit Probleme. Hatte schon den Eindruck, dass die Mannschaft nochmal aufs Gaspedal treten kann. Körperlicher Zustand am Ende der englischen Woche ist ja schon auch sehr entscheidend in so einem intensiven Spiel dann. Und nach dem 1-0 fand ich auch, dass wir wirklich sehr, sehr gut im Spiel waren, gute Umschaltmomente hatten. Manchmal so der letzte Ball, die falsche Entscheidung getroffen und so ein bisschen zu verspielt teilweise oder aber auch zu hastig, da hätte man ein bisschen besser ausspielen können. Das 2-0 ist natürlich eine klasse Leistung von Maxi, den macht noch lange nicht jeder so. Und das Tor hat eigentlich schon dazu geführt, obwohl die Alemannia nie aufgegeben hat, immer weiter versucht hat, auch nachher in Unterzahl noch alles probiert hat. Fuad hat hinten zu dritt gespielt, hat alles nach vorne geworfen. Die Jungs haben sich voll reingehauen, haben uns alles abverlangt. War ein extrem interessantes, intensives und ich fand auch, ich denke mal für einen objektiven Betrachter, gutes Regionalligaspiel. Ich glaube, dass wir es unterm Strich nicht unverdient gewonnen haben, aber es war ein extrem hartes Stück Arbeit. Vielen Dank, Stefan Krämer, Fuad Kilic. Ja, auch ich wünsche Ihnen einen schönen Ostersamstag und Glückwünsche an Stefan zum Sieg. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit tatsächlich ein sehr gutes Regionalligaspiel gesehen, wo beide Mannschaften ihre Torabschlussmöglichkeiten hatten. Die Torchancen, die wir dem Gegner zugelassen haben, entstanden durch einen Umschaltmoment. Wir haben meine Mannschaft darauf hingewiesen bei der Videoanalyse, dass der Torwart, wenn er den Ball abfängt, enorm schnell den Ball wieder ins Spiel bringt. Das hat er zweimal gemacht, einmal über einen langen Ball, einmal über einen Abwurf. Da haben wir so ein bisschen gepennt, auch direkt auch mal das Ganze zu verzögern. Und somit haben wir, mussten wir uns bei Marc bedanken, dass er in diesen 1 gegen 1 Situationen sehr gut pariert hat und uns im Spiel gehalten hat. Ich war sehr zufrieden mit der Art und Weise, auch mit dem Spiel. Und hätte nichts dagegen gehabt, wenn es natürlich zweite Halbzeit so weitergeht. Nur habe ich da einen Faktor, eine höhere Macht, komplett außer Acht gelassen, muss ich dazu sagen, die auch eine entscheidende Rolle gespielt hat bei dem Ganzen, meiner Meinung nach. Wir hatten so einen Lucky Luke, glaube ich, auf dem Platz, der dann bei jeder Aktion von uns dann Karten gezogen hat und meiner Meinung nach auch unser Spiel komplett geschnitten hat. Ja, und ich persönlich finde es sehr schade. Der Gegner kommt über eine Standardsituation, wo Uerdingen schon auf dem Rückwärtsweg ist oder auf dem Rückweg ist, um sich zu positionieren, weil sie ins Ausgedribbelt sind und haben gar nicht realisiert, dass sie eine Ecke bekommen haben. Ja, das heißt, egal wen du fragst, auch von den gegnerischen Spielern, war niemals Ecke. Ja, Unachtsamkeit, ja, der Ball fällt Tanju vor die Füße, er macht das 1-0, alles okay, muss man erstmal schlucken. Ja, das zweite Gegentor muss man natürlich mit dem ersten Kontakt in so einer Situation klären. Nachher war es ein Ping-Pong-Ball, der ihm dann vor die Füße fällt und das ist halt dann eine individuelle Qualität, wenn er dann aus dieser Distanz den Ball so optimal mit dieser Technik treffen kann. War Marc auch machtlos. Wie gesagt, da hätten wir das vielleicht in erster Linie entschärfen können. Ich persönlich bin sehr enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. Kann meiner Mannschaft null Vorwurf machen. Ich bin stolz auf die Truppe, wie sie heute agiert hat, wie sie
bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt hat und trotzdem nach vorne gespielt hat. Wir wollten das auch, aber ich finde es sehr schade und heute war das keine faire Leitung der ganzen Partie. Auch die Hinausstellung meines Athletiktrainers, ich stehe nebenan, der Junge hat lediglich gesagt, das war doch ein taktisches Foul, nichts anderes. Und dafür dann jemanden auf die Tribüne zu schicken und bei jeder Aktion, wo man dann auch emotional mitgeht, ohne jemanden zu beleidigen oder anzuschreien oder irgendwas, das hat die gegnerische Bank genauso gemacht, das ist, denke ich, mir im Fußball auch normal, dann jedes Mal die Androhung, gleich schicke ich einen von euch hoch, gleich schicke ich das, gleich mache ich das, finde ich halt sehr schade. Und das hat sich meiner Meinung nach auf den Platz übertragen, auch mit den gelb-roten Karten. Der Gegner hat, denke ich, mir oft genug auch unterbunden, unsere Umschaltmomente, hat fast keine einzige Karte dafür gesehen. Junior kommt rein, erste Aktion, erstes Foul, gelb. 2-3 Minuten später steigt dem Tanju Öztürk mit gestreckten Beinen in den Rücken, Foul, ganz normal weiter. Das heißt, ich kann hier etliche weitere Momente im Spiel nennen, wo ich einfach diese Entscheidungen nicht nachvollziehen kann und sehr schade finde, weil das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir nicht mehr griffig waren in den Zweikämpfen, dass wir mehr Räume gegeben haben, dass wir zu zaghaft waren, dass wir gebremst wurden. Und das finde ich sehr schade. Ja? Ich habe kein Problem, Spiele zu verlieren, wenn meine Mannschaft so agiert, wie sie es vor allem erste Halbzeit getan hat. Respekt, nehme ich das an. Wir haben alles Erdenkliche nach unseren Möglichkeiten getan. Aber auch die gelb-rote Hinausstellung von Mergim Feysoulaou, wo man sogar die gegnerischen Spieler fragt, was hat der irgendwas Beleidigendes gesagt? Hat der Hurensohn gesagt, wo die Spieler sagen, der hat gar nichts gesagt. So nach dem Motto. Und er hat lediglich gesagt, warum diese gelbe Karte für die erste Aktion? Und damit dann einen weiteren Spieler runterzustellen, weiß ich nicht in so einer Situation. Und das finde ich einfach nicht fair, nicht in Ordnung. Ja? Wie gesagt, ich kann alles andere respektieren, akzeptieren, wenn meine Mannschaft schlecht spielt oder umgekehrt, wenn sie so agiert und wir verlieren, ziehe ich den Hut vor. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die qualitativ wahnsinnige individuelle Spiele hat und man muss sagen, eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz stehen hatte, dass wir uns mit denen in der Form messen können und gemessen haben. Respekt an meine Jungs, das hatten wir auch vorgehabt und ich denke, wir hätten das Spiel weitaus gleichwertiger gestalten können, wenn andere Umstände nicht dazugekommen wären. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Fuad Kilic. Fragen an den Trainer? Moment, kommt ein Mikro. Ach so. Damit wir überall verstanden werden. Ja, Herr Krämer, hallo. Ich wollte mal nachhören, wie Sie so die Leistung von Maxi Weißdorfer einschätzen und seine Entwicklung in den vergangenen Wochen. Nur Maxi spielt die letzten Spiele, also im Dreitagesrhythmus für jemanden, der so lange auf dem Niveau nicht mehr stabil gespielt hat, macht das wirklich sehr gut. Er ist auch sehr professionell, also er bereitet die Trainingseinheiten sehr, sehr gut vor, er bereitet die Trainingseinheiten sehr, sehr gut nach, er macht ein bisschen mehr wie die anderen, um diese Zeit, die er nicht regelmäßig auf höchstem Niveau für seine Verhältnisse trainiert hat, aufzuholen. Also ist er sehr akribisch, auch was Ernährung anbelangt, also extremst professionell, dass der Junge kicken kann. Ich meine, das hat er ja schon gezeigt. Er hat dann eine Phase gehabt in seinem Fußballerleben, wo es nicht so gelaufen ist. Und ich glaube, er begreift hier dieses Ding KFC als wirklich mehr oder weniger, also Sie wissen, wie es meine letzte Chance, um im Profifußball dann noch ein paar Jahre auf einem vernünftigen Niveau zu kicken. Und klar, der Junge hat ganz, ganz tolle Anlagen. Und heute das Tor zeigt es ja, aber auch die von den letzten 5, 6 Toren hat er 3 gemacht. Ja, also ist schon ein ganz wichtiger Baustein für uns. Er hat ein bisschen gebraucht, auch im Trainingslager habe ich mir sagen lassen, hat man gemerkt, dass er längere Zeit raus war, aber wie er jetzt arbeitet, wie er versucht, sein Leistungslimit wieder zu erreichen, nötigt mir großen Respekt ab. Wir versuchen ihn dabei in allen erdenklichen Art und Weisen zu unterstützen. Im Moment scheint das ganz gut zu funktionieren. Christoph Pauli, bitte. Moment. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage an den Gästetrainer. Sie haben bisher in Ihren Ausführungen wenig zum Schiedsrichter bzw. gar nichts gesagt. Heißt das, dass Sie mit der Leistung zufrieden waren oder können Sie die Kritik, die von Fuad Kilic und auch von vielen Spielern jetzt nach Spielern aufkommt, nachvollziehen? Ich
ganz ehrlich, ich kann von meiner Position aus nicht sehen, ob es Eck geht oder nicht. Das müsste ich mir erst die Bilder angucken. Also ich habe es jetzt so extrem nicht wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir, denn wenn man das Spiel sieht, weiß ich, also direkt nach dem Spiel ist es schwer zu sagen. Ich gucke es mir gerne nochmal an, das mache ich sowieso. Und wenn ich dann den Eindruck gewinne, dass der Schiedsrichter extremen Einfluss auf den Ausgang hätte, würde ich das auch so sagen. Stand jetzt kann ich das so nicht unterschreiben. Das heißt, wir können morgen nochmal telefonieren. Morgen ist Ostersonntag, würde ich von abraten, weil ich da nicht dran gehe, aber am Dienstag gerne. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Ihnen allen vielen Dank. Schöne Ostern, kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Bitte. Tschüss. Ja.